Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Community Run. Heute die allerletzte Folge. Heute gibt es den Halligbaum, das Eldenbeast, Mokwens Palast und Rykard. Und ja, viel Spaß mit den Highlights. Wenn ihr nichts verpassen wollt, auch in Zukunft, gerne den Kanal abonnieren und gerne auch mal auf Twitch vorbeischauen. Da wird es auch in der nächsten Zeit weitere Community Runs geben. Also viel Spaß. Haha, ich mach mehr Schaden als du. Aber die Lanze ist cool. Wieso kenne ich den nicht? Ganz sicher verspreche, wie lange du durchhältst, alles gut, Mobu. Ich denke auch nicht, dass es heute so lang geht, weil Halligbaum haben wir in einer halben Stunde durch. Je nachdem, wie lange wir bei Malenia hängen. Ich weiß, ihr hasst Blut, ne? Aber kann ich einer von euch mal ein bisschen Blutung machen? Und sitzen wir hier morgen wirklich noch? Wenn du beim nächsten Mario Kart Turnier nicht dabei bist, dann bin ich sauer. Oh! Der gute alte Bob. Er ist tot. Man spürt die Panic Roll. Ich bin der Meister der Panic Roll. Ich bin der Meister der Panic Roll, glaub mal. Ich muss echt gestehen, diese Wege hier, die läuft man ja normalerweise nicht. Normalerweise laufe ich immer durch wie ein Irrer. Ich laufe hier nie lang. Es gibt hier einen Aufzug. Einfach einen Aufzug. Voll die Kopfnuss, ja, ja. Ich will wissen, wo ich hinkomme. Nach oben! Shortcuts zur Gnade. Geil. Noch nie benutzt. Noch nie benutzt. Wo sind wir denn jetzt hier? Keine Ahnung, aber geil. Geiler Shortcut. Jetzt geht's ab zum Boss. Wer nach dem Boss gern dabei sein möchte, kann schon mal seine sein Zeichen in dieser, ja, wie heißt das Ding? In diesem Ding da platzieren. Aber easy. Easy peasy. Geil. So, hier rufe ich zwei neue Timmys. Vielleicht, wenn das Game mal irgendwann im Sale ist bei Steam, dann hole ich mir das auch auf PC und dann machen wir das Ganze nochmal für die ganzen PCler. So viele in dem Run auch reingekommen und gefragt, ob sie mitspielen können und dann waren die leider auf dem PC. Meinst du, Nobu, das lohnt sich, einmal alle Todesriesenvögel zu zeigen? Fundort und auch Drops? Das muss ich sagen, das wäre noch sowas, da hätte ich Bock drauf. Ich habe ja auch die Dunkelkavalleristen einmal komplett gezeigt. Und ich würde auch gerne einmal komplett die Todesritenvögel zeigen. Wieso bin ich manchmal schnell und manchmal langsam hier durch? Das verstehe ich halt auch überhaupt gar nicht. Manchmal renne ich da voll schnell durch und manchmal langsam. Woran liegt das?
Liegt das am Ausrüstungsgewicht? Aber ich habe ein mittleres Ausrüstungsgewicht. Also, das ist manchmal ganz komisch. So, Malenia, Leute. Malenia. Malenia mit meinen beiden besten Freunden. Keine Ahnung, wer das ist. Und Bob. Mr. Bob. Das bin ich. Okay, Beli und Nobu haben die Ehre, Malenia zu machen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Ob das was wird mit euch beiden. Ich bin gespannt, ob wir das First Try schaffen. Ich glaube ja fast nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das First Try schaffen. Aber ich lasse euch mal vorgehen, weil sonst verkacke ich das. Sitzt ihr da normalerweise einfach chillig auf dem Stuhl und macht gar nichts? Ey, was macht ihr? Geht drauf. Geht drauf, meine Freunde. Ganz schön viel Leben, die Jute. Die Jute Alte. Die Jute Alte. Umgefallen. Alter, gegen drei Leute macht ihr aber auch gar nichts, ne? Bam! So. Zweite Phase, let's go. Erste Phase schon mal First Try, sehr schön. Jetzt zieht die sich doch aus, ne? Wieso werden immer alle stärker, wenn die sich ausziehen? Sailor Moon, Dragon Ball und so weiter. Ja, echt geil. Dann wird man, haut die immer zu Boden. Ist das eigentlich eine Frau oder ist das ein Typ? Schmetterlinge. Eine Frau. Und von mir weg. Ja, ich habe richtig gesehen, Nobu war richtig sauer. Seine Schwarzflamme hat fast nie getroffen. Ey, die hat ja gar keine Augen. Wie kann die uns sehen? Und die ist irgendwie... Naja. Letzte Go. Malenia ist die Schwester von Mikella und eine himmlische, die von ihrem eigenen Fluch der Fülle zerfressen wird. Deswegen hat sie keinen Arm und keine Augen mehr. Die wird selber zerfressen, deswegen hat sie keinen Arm mehr. Also die Lore und Eldenring und ich gehen nicht Hand in Hand. Sag ich so, wie es ist. Kann man die überhaupt schaffen? Ja, vielleicht gibt's ja doch noch einen nächsten, noch eine Folge Community Run, wenn wir heute hier 3 Stunden dranhängen. Und das nix wird gegen Malenia.
Ich weiß, ihr hasst Blut, ne? Aber kann nicht einer von euch mal bitte ein bisschen Blutung machen? Und sitzen wir hier morgen wirklich noch? Wir müssen noch Mokwin killen und wir müssen noch Rykard killen und wir müssen noch Eldenlease killen. Hör mal! Kommt Leute, gebt mal ein bisschen Gummi. Strengt euch mal ein bisschen an. Nur ein bisschen. Ein bisschen was Unfaires nehmen. Soll ich jetzt umskillen? Mir egal. Mir egal, aber besiegt die mal. Also wir hatten im Community Run bisher noch nicht einmal so Probleme bei einem Boss. Ist Marlene halt echt wirklich der stärkste Boss? Ist so. 1% Skill von euch würde schon reichen. Wie bei Placidusax. Ihr müsst einfach besser ausweichen. Ich nix Blut. Ich nix Blut. Ey, guck mal, ihr Lebensbalken 3000. Ja, moin. Und wieder voll. Das ist halt asozial, ne? Weil sie sich immer heilt. Hast du Heilwunder? Wir machen jetzt Mokwins Palast als erstes. Wir machen Mokwins Palast als erstes, damit ich auch diese fucking Fliegen hab. Alles klar, Beli. Wir machen jetzt Mokwins Palast. Leute, alle zu Mokwins Palast. Das wird sonst nichts. Das wird auch nicht mehr besser, ich sage es euch. Malenia machen wir zum Schluss nochmal. So, Mokwin. Komm ran. Das war irgendwie zu einfach. Mensch. Das war ja gescheatet. Das lief doch super. Wieso lief das hier so super und bei Malenia wird doch nichts?
strength befits a crown. Nobu und Beli, Elden Beast. Ich will den Kamehameha sehen. Ich will den einfach liegen sehen. First Strike, keine mehr. ...61 heilige Resistenz, ich glaube, mehr geht gar nicht. Wie oft ich springe und er ist einfach nicht mehr mit. Thank you.
Komm her, mein Freund. Gekillt. Bam. Let's go. Jetzt ist nur fucking Malenia und Reikard. Ah, geilo. Geil, no. Man muss schon sagen, ich habe den Löwenanteil gemacht, ne? Dann brauchst du eine neue Konsole, Tatja. Also, Nobus und meine Attacke sind... Oh, 28.000! Nobus und meine Attacke... Alter! Was war das denn? Nobu! Alter, wir haben hier den da gerackt. Das war ja geil. Das habe ich aber mal anders gefühlt. Alter, wie geil war das denn? Gleich in der zweiten Phase nochmal. Komm, Nobu. In der zweiten Phase nochmal. Er hat schon wieder Half-Life. What? Fuck, ey! Das war so geil! Hat das eben, war das so schwer und jetzt, oh easy, Alter, geil. Geil, Leute. Das war Malenia. Nee, Nobu, nicht mit. Ja, wie keine Fähre, da musst du rangehen. Da musst du ran in den Aal. Einfach ran in den Aal. Musst du einfach ran an den Aal. Schlangenjäger. Erstmal wirst du hier richtig schön verfault. Ey! Ey! Loslassen! Ist er verfault? Glaub ja. Alter, das Feuer, das tickert so. Ich kann da keine Attacke machen, irgendwie. Mal ja verfliegen fahren. Toll. Flamme heile mich, geht nicht auf Gift, ne?
Als ob ich nichts gegen Gift habe. So ein Ärger. Doch, geht Tuko, sagst du? Ich versuch's jetzt mal. Wenn du sagst, das geht, dann versuch's mal. Du hast recht, es geht trotzdem. Wenig Schaden dafür, dass er ein Gott ist. Ein Schlangengott. Sechzigtausend, 70.000, 77.000, 78.000, 79.000. Ach, viel zu einfach. Und rein da. Viel zu einfach. Für Seelengefährten. 117.000. Ach so. Das ist ja nix. Das war's mit dem Community Run. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Lasst gerne ein Like auf dem Video. Wir werden bestimmt auch in Zukunft nochmal sowas machen. Gerne einen Kommentar da lassen und auch gerne den Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Auf rein. We'll be right back.